herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo zu On The Road. Heute kam das Update 1.06 raus und ich bin davon sehr enttäuscht. Denn ich muss jetzt wieder von vorne anfangen und ich denke, es wird sehr viel von euch so gehen, dass die wieder von vorne anfangen müssen. Hätte euch sehr gerne die Lackierungen gezeigt, dann dass der Spiegelbug beim Scanner weg ist, dass man jetzt, wenn man aus dem Fenster schaut, den Outdoor-Sound hat. Wenn man über die Ampel fährt, dass man jetzt auch geblitzt hat und Strafe zahlen muss. Das hätte ich euch sehr gerne gezeigt. Aber leider, ja, braucht man wieder mal einen neuen Spielstand und das darf einfach nicht sein. Und ich habe heute auch vorbeigeschaut bei Marok RE. Der musste auch von vorne anfangen. Und der hatte ein paar neue Bugs. Wie zum Beispiel, er stand da an der Kreuzung, wollte nach rechts abbiegen, aber der LKW fuhr geradeaus. Schaut gerne bei ihm vorbei, bei Marok RE. Könnt ihr euch gerne seinen Livestream anschauen. Und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie zufrieden ihr mit On The Road seid oder ob ihr da irgendwelche Bugs hattet oder wie es bei euch läuft. Weil es nur auf der PS4 sieht es zurzeit mit dem neuen Update schlecht aus. Xbox und PC weiß ich nicht. Da könnt ihr mir gerne einen Kommentar lassen. Wünsche euch einen schönen Tag und tschüss.